Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das vorletzte Video kommt jetzt, also Boxenvideo, die Unboxings, die wir gewohnt sind. Die Vernasche, die Weltbox ist leider noch nicht gekommen. Ich denke, dass die erst zum neuen Jahr hinkommen wird. Also das Gewinnspiel wird leider wieder ein bisschen rausgezogen. Ich kann es aber leider nicht ändern, da die Vernasche, die Weltbox leider immer so spät kommt. Aber wir kommen jetzt zu der Box, die gekommen ist. Oh, sie ist schwer. Die Gusterbox. Die Gusterbox ist gekommen und ihr wisst, ich bin gerade so mega begeistert davon, weil die letzten Monate so gut war und immer besser wird. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was diesen Monat drin ist. Ich dachte tatsächlich, dass sie nach Weihnachten erst kommt. Letztes Jahr war es jedenfalls so. Aber sie ist schon da, da freue ich mich natürlich und hoffe, dass noch was Weihnachtliches drin ist. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Genau, und deswegen machen wir die jetzt miteinander auf. Also ich stelle sie hier unten hin, ihr seht sie nicht, und nehmen da die Sachen raus. Bevor wir aber anfangen mit dem Unboxing, schaut natürlich wie in jedem Video oben bei beim E-Tab vorbei, also in der Infobox, da verlinke ich alle Gewinnspiele, es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Und die Xmas Vlogs sind auch verlinkt, weil da meistens ein Gewinnspiel mit dabei ist. Deswegen schaut oben vorbei und macht auf jeden Fall mit. Die Gewinnspiele, die gehen noch eine Zeit und es lohnt sich. So, dann gucken wir mal rein. Oben drauf liegt schon mal erst ein Flyer von der Coldbox und ja, ich habe sie wieder bestellt. Ich wollte sie aber eigentlich mit dem Gutschein bestellen, statt 17,99 14,99, und dann hat es mir den Gutschein nicht genommen. Dann habe ich geguckt, ob man stornieren kann, ging aber leider nicht und ich wollte ihnen jetzt nicht schreiben. Ja, jetzt zahle ich die 3 Euro, ist jetzt egal. Nächstes Mal dann wieder. Auf jeden Fall die Coldbox, die war nämlich letztes Mal so gut, ich hoffe, dass die dieses Mal auch wieder so gut ist. Die kommt aber erst im März, glaube ich, also die kommt relativ spät, das war aber bei der letzten auch so, also die wird sehr lang vorher vorbestellt und dann bekommt man sie. Wahrscheinlich bekommen die das noch nicht alles hin. So, und dann sieht es auf jeden Fall so aus. Der Sticker war auf jeden Fall nicht geklebt, das ist schon offen. Und dann gucken wir rein, was drin ist. Ich hole mal die Zettel raus. Genau, wir haben einige Zettel. Einmal von Marmitube, 5 Euro Rabattgutschein. Marmelade, mein Fruchtaufstrich aus der Tube. Jetzt ausprobieren und Rabatt sichern. 5 Euro, ja, aber gibt es da ein Mindestbestell? Mindestbestellwert von 15 Euro, das ist tatsächlich nicht viel. Muss ich mal meine Mama fragen, vielleicht will die den nutzen. Weil 15 Euro, für 15 Euro kann man schon mal bestellen. 5 Euro Rabatt zahlt man bloß 5 Euro. Dann haben wir hier drin einmal eine Weihnachtskarte. Das Ganze, die Gusterbox-Team wünscht dir fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Und danke, dass du Teil des Gusterbox-Abenteuers bist und wir dich jeden Monat überraschen dürfen. Auf viele weitere gemeinsame Überraschungen. Sieht sehr schön aus. Und dann haben wir die Gusterbox Dezember. Mit einem Rezept wieder hinten drauf, und zwar Crispy Chicken. Bin ich gespannt. Und einem Neujahresgewinnspiel, aber damit mache ich nicht mit. So, und dann haben wir als erstes. Oh, ich glaube, das sind Tortillas. Ja, es sind Tortillas. Super Soft Mini Tortilla Original. Auch mal klein. Kein Zucker, kein Präservativ. Perfekt fürs Einfrieren. Ach, die kann man einfrieren. Das ist natürlich auch eine tolle Idee. Obwohl ich glaube, wenn sie jetzt so hier drin sind, dann dürfte sich auch nicht viel fehlen. Die halten auf jeden Fall bis 6.2.21. Aber jetzt gerade noch die von Weight Watchers, die Tortillas. Und ich liebe Tortillas. Ich liebe es, solche, wie nennt man die? Burritos, Tacos, was auch immer. Ich liebe das, die zu machen, und da habe ich letztes Mal die Tasty Bites verwendet. Das waren doch diese Fertiggerichte, die wir in der letzten Box drin hatten. Die habe ich dann reingetan. Also da musste man keine extra Soße machen. Gemüse reingeschnippelt und Käse drüber. Das war so lecker. So lecker. Also diese Tasty Bites mit den Tortillas könnte ich mich reinlegen. Muss ich auf jeden Fall wieder kaufen. Muss gucken, wo es die gibt. Haben wir einmal Tortillas, die finde ich auf jeden Fall sehr gut. Essen wir, wie gesagt, gerne. Santa Maria Tortilla Original Small kosten 2,49. Ist jetzt normal für solche Tortillas. Der Santa Maria Tortilla jetzt endlich im kleinen Format. Er hält trotzdem groß in Qualität. Ohne Konservierungsstoffe und ohne Palmöl. Für zu Hause oder unterwegs auf die Hand. Jederzeit und überall. Ein Genuss mit den neuen und einzigartigen Tortilla-Verpackung von Santa Maria wird zudem eine große Plastikmenge sowie CO2-Emissionen vermeiden. Stimmt, das ist Recyclingpapier. Ja, finde ich sehr gut. Freue ich mich auf jeden Fall. Dann haben wir eine Plastikverpackung. Und zwar Neo von Kellogg's Plant Protein Crunchy Müsli. Dark Choc and
Coconut, high in fiber. Das ist ein Serving. Ja, hört sich interessant an, auf jeden Fall mit Pekannüsse, mit dunkler Schokolade und Kokosnuss. Protein, hier muss ich mal gucken, wie viele Punkte das für mich hat. Wir lesen mal, was hier drin steht, wenn ich es finde. Hier unten. WK Kellogg Blend Protein Crunchy Muesli Dark Chocolate Coconut. 3,99. Dieses, aber nicht dieses kleine, oder? 3,99 wird wahrscheinlich die Originalgröße kosten. Blend Protein Crunchy Muesli Dark Chocolate in Coconut besteht aus gerösteten und aufgepufften Vollkorn. Perfekt gebacken mit einem aufregenden Crunch und leckeren pflanzlichen Proteinen. Dazu überzeugt das Müsli mit dunkler Schokolade, mit 70% Kakao, knusprigen Kokosnussstücken und einem Hauch von Muskat und Zimt. Hört sich toll an. Was soll ich dazu sagen, müssen wir immer. Dann haben wir noch eine Plastikverpackung. Ja, ich liebe sie. Aber das ist diesmal eine andere Geschmackssorte. Wir hatten ja schon mal die Vanille drin, die Zimt, die kaufe ich immer bei Ikea, weil die so mega lecker sind. Und jetzt haben wir Schokolade. Schokolade? Voll meins, echt voll meins. Die kann ich euch empfehlen, wenn ihr so auf Zimtschnecken und so weiter steht. Die sind gut. Also auch die Vanille waren gut, obwohl ich Vanille eigentlich gar nicht mag. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Die habe ich noch nicht getestet, aber die werden bestimmt auch mega lecker sein. Ach, das ist sogar Schoko und Karamell. Pachen Giffler Schoko Karamell 1,99, das ist normal. Die kleine schwedische Zimtschnecke mit Schoko Karamell Geschmack ist der leckere Snack für Schule, Büro oder beim Picknick im Grünen. Giffler schmeckt köstlich zu Kaffee und Tee. Ja, da esse ich ihn tatsächlich so. Die kann ich euch empfehlen. Die sind mega gut. Da freue ich mich sehr drüber. Dann haben wir noch eine kleine Plastikverpackung. Noch ein Müsli. Ist das gleiche? Ja, passt. Also für mich und für meinen Mann. Nochmal so ein Müsli. Sehr schön. Dann haben wir noch ein Tütchen. Ach ja, deswegen dieses Rezept hier hinten drauf. Und zwar haben wir einmal von Santa Maria. Es gehört also zu diesem Tortillas dazu, Crispy Chicken, Let's Have Tex-Mex Tonight. Das werde ich, denke ich, mal probieren. Das hört sich lecker an. Santa Maria Crispy Chicken Seasoning Mix, kostet 1,49. Das ist jetzt okay für so ein Fertigprodukt. Erlebe mit dem Crispy Chicken Seasoning Mix deine Nuggets mal anders. Der Gewürzmix wird ohne künstliche Geschmacksverstärker, Aromastoffe oder Zucker hergestellt und verleiht dem Hähnchen eine intensive und geschmacksvolle Note. Vier Veggies, auch mit Blumenkohl, super lecker. Die Zubereitung geht schnell und kinderleicht. Guten Appetit. Was braucht man dann dazu? Crispy Chicken, 4 Portionen, 400 bis 500 Gramm Hähnchenschenkel, 700 Gramm Blumenkohl oder 700 Gramm Blumenkohl, ein Päckchen Santa Maria Knusperchen, Gewürzmischung und Beilagen Santa Maria Tortilla, American Ranch Dip, rote scharfe Jalapenos und Blattsalat. Also Hähnchenfilets nimmt man daher. Das finde ich cool. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich liebe Tortillas und die müssen, wir haben eh noch einige da, deswegen, das hört sich mega lecker an, werde ich sehr, sehr gerne machen. Dann haben wir, wenn ich etwas finde, eine Tube, wahrscheinlich eine Marmatube. Ja, Marmatube. Ich habe jetzt schon fast alle Sorten. Pfirsich hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, ich habe Himbeere und ich habe Erdbeere, wenn ich mich nicht täusche. Oder Kirsche und Erdbeere. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir die Marmatube, Birne, Vanille, Himbeer, Aprikose oder Pfirsich. Obwohl Pfirsich auch cool gewesen. Ach, ich habe ja Pfirsich. Obwohl Aprikose auch cool gewesen wäre. Aber Pfirsich bin ich auf jeden Fall auch sehr froh. Und zwar kostet die 2,49. Das finde ich jetzt okay für so eine Riesentube. Was sind immerhin 220 Gramm drin. Reicht für einige Brote. Sehr viel Frucht, keine Stücke, keine Kerne. Ein wahres Fruchterlebnis. Unser sehr fruchtiger Fruchtaufstrich zeichnet sich durch satte 66% puren Fruchtanteil aus. Und das schmeckt man. Wir setzen auf die praktische Tube aus 100% recyceltem Aluminium. Denn diese schützt seinen Fruchtaufstrich nachhaltig vor Sonnenlicht und hält ihn länger frisch. Eine Sorte Popbox. Ja, die hält jetzt bis 18.06.22. Ja, Wahnsinn. Kann ich länger aufheben. Ja, weil gerade mit der Diät ist es natürlich schwierig, die zu essen. Aber dann bis dahin werde ich hoffentlich die 5 Kilo, die ich noch runter haben will, schon runter haben. Sehr schön. Dann haben wir einen Tee. Ja, einen Tee. Und zwar Bad Heilbrunner Mate pur. Klassischer Mate-Tee aus Südamerika, kräftig pur. Also den muss ich dann auch wieder mit meiner Mama teilen natürlich. Bad Heilbrunner kostet 1,99. Der Bad Heilbrunner Bio Mate pur ist intensiv und unverwechselbar. Er enthält die traditionell in Südamerika beheimatete Mate in ihrem reinsten Form. Abgerundet durch ein leichtes Röstaroma wird dieser kräftige Tee durch seine belebende Note zu einem besonderen aromatischen Geschmackserlebnis für alle, die ihre Mate am liebsten pur genießen. Ja, finde ich jetzt in Ordnung. Mate-Tee
Tee habe ich tatsächlich noch nie probiert. Also keine Ahnung, wie der schmeckt, aber ich werde ihn sehr gerne testen. Und ich denke auch, dass ihn meine Mama sehr, sehr gerne testen wird. So, jetzt muss irgendwas drin sein, was ich nicht gerne mache, damit ich es an euch verlosen kann. Dann haben wir einmal Kokosblütenzucker. Wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Sogar mit wiederverschließbar. Das ist ja auch cool. Natürlich Kokosblütenzucker. Ja, ist neu von Dr. Oetker. Mega. Wird wahrscheinlich wieder schwierig, was rauszusuchen. Dr. Oetker, natürlich Kokosblütenzucker. Kostet 3,99 €. Ja, ich glaube, dass Kokosblütenzucker für Haus ist nicht recht billig ist. Egal, ob jetzt von Dr. Oetker ist oder von einer anderen Marke. Unser Kokosblütenzucker lässt sich variabel wie Haushaltszucker einsetzen. Der nicht raffinierte Zucker aus dem Saft der Kokosblüte verfeinert nicht nur allerlei Gebäck mit einer charakteristisch malzig-karamelligen Note, sondern schmeckt auch in Kaffee oder Tee köstlich und wird ohne Zusatzstoffe schnell zum neuen Liebling in der Küche. Da bin ich echt gespannt drauf. Also ich habe ihn noch nicht getestet, bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Finde ich sehr toll, dass das drin ist. Guter Ersatz zu dem raffinierten Zucker. Dann haben wir eine Flasche. Auch wieder ein das ist cool. Wieder ein Rama-Öl mit so Stückchen drin. Das hatten wir ja jetzt letztes Mal im Basilikum-Version, glaube ich. Und dieses Mal haben wir Chiliöl. Da wird sich mein Mann freuen. Rama-Chiliöl zum Dippen, Verfeinern und Marinieren. Mit nativem Olivenöl extra. 100% natürlich. Mega. Hört sich echt gut an. Kräuteröl-Chili kostet 2,99 €. Ja, ist teuer. Würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht kaufen. Jawohl. Ab und zu, glaube ich, kann man sich das schon leisten. Mit dem neuen Rama-Kräuterölen ergeben sich vielfältige kulinarische Möglichkeiten, um neuen Schwung in die Küche zu bringen. Ganz getreu dem Motto, Rama macht das Essen gut. Auf Basis von Olivenöl extra Vergine gibt es für jeden Feinschmecker die passende Sorte. Jetzt in deiner Degusterbox eine extra Portion aromatische Schärfe mit Rama Kräuteröl Chili. Die Kräuteröle in bewährter Rama-Qualität finden in der täglichen Küche Anwendung, denn die Möglichkeiten zur Verfeinerung mit dem natürlichen Öl sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Finde ich toll. Gar nicht brauche ich mehr dazu sagen. Ich meine, Öl kann man immer brauchen. Dann haben wir einen Riegel. Nein, keinen Riegel. Eine Schokolade. Und zwar Twix Limited Edition Spekulatius Gewürz. Ist ja cool. Das hört sich ja cool an. Und zwar kostet es 95 Cent. Ist normal für Twix. Die Limited Edition Twix Spekulatius Gewürz macht Lust auf Weihnachten und lässt die Vorfreude aufs Fest steigen. Das beliebte Twix-Erlebnis, knuspriger Keks, köstliche Karamellschicht, zarte Schokoglasur, bekommt durch einen feinwürzigen Spekulatius-Geschmack noch einen besonderen Kick. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Auch wenn ich gerade Spiegelei gegessen habe, aber jetzt bekomme ich Hunger auf Süßes. So, dann haben wir, das war es glaube ich auf dieser Seite, ja. Dann haben wir noch eine Dose. Oh, der hat sich ja lecker an. Bitburger, bitte ein Bit Winterbock. Helles Bockbier. 16,8% Stammwürze. Und Alkohol 7,0% Folium. Ich liebe Bier. Und Winterbock, das hört sich mega an. Bitburger Winterbock kostet 99 Cent. Das würde ich jetzt auch zahlen. In der Stubbi-Flasche oder in der Dose. Unser Bitburger Winterbock ist ein helles Bockbier, das mit Bitburger, Siegelhopfen und Aromahopfen Kalister verfeinert ist. Es ist süffig sowie kräftig im Geschmack und somit ideal geeignet für den Biergenuss zur Winterzeit. Mild fruchtig im Andruck entfaltet sich die intensive, angenehm gehaltvolle Malzsüße und wird harmonisch von einem feinen Hopfenbitter begleitet, bevor sie wohlig warm am Gaumen ausklingt. Mit seinem Duft nach Waldhonig und reifen Nektarinen sorgt unser Bitburger Winterbock für eine genussvolle Winterzeit. Von unserem Braumeistern Stefan Meiner entwickelt, reift unser Bitburger Winterbock bei minus 2 Grad Celsius in unseren Lagerkellern. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich auf jeden Fall wahnsinnig fruchtig an. Und ich liebe Bockbier. Bockbier, weil das eben diesen Malzgeschmack noch mit dabei hat. Deswegen muss ich auf jeden Fall mit meinem Mann teilen. Da sind 0,5 Liter drin. Das werde ich auf jeden Fall mit ihm teilen. Da freue ich mich. Dann haben wir ein kleines Tütchen. Und zwar Free Sample von Kühne. Steht jetzt, glaube ich, auch nicht drauf. Made for Me, da steht ein Geschenk drauf, also kein Preis, weil es natürlich eine kleine Größe ist. Und zwar Chipotle Burger Style Free Sample. Ob leckere Chipotle Burger Style Soße oder rauchige Smoked Pepper Barbecue mit Made for Meat, bleibt kein Mund trocken. Die Soßen eignen sich hervorragend als Dip zu Fleisch, Gemüse oder Fingerfood und sind natürlich frei von Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkern, Farbstoffen und Aromen. Hört sich gut an. Also ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr dazu sagen. Die hört sich mega an. Werde ich in den Kühlschrank tun und dann mal gucken, wo wir die dazu essen können. Ich weiß nicht, vielleicht das nächste Mal, wenn wir Burger machen, wäre es schon eine Idee. So, dann haben wir, eine zweite Soße, das wird wahrscheinlich die zweite sein. Ja genau, kostenlose Probe, Kühne, Made for Meat, Smoked Pepper Barbecue. Hören sich beide echt toll. Dann ein Riegel, dieses Mal, und zwar von Vegan Snackbar Blueberry, glutenfrei, aus 5 Zutaten.
Okay, was sind die fünf Zutaten? Zutaten: Datteln, Cashewkerne, Agavendicksaft, Blaubeeren. Was ist das jetzt? Datteln, Cashewkerne, Agavendicksaft und Blaubeeren. Okay. Hört sich auch mega interessant an. Snackbar Coco and Snackbar Blueberry. Vielleicht ist noch ein zweiter drin. Da steht und, nicht oder. Ah nein, eine Sorte pro Box steht unten. 99 Cent kostet der. Kosten, glaube ich, alle Vegan-Riegel. Fred Feuerstein liebt seine Wilma, Marge Simpson ihren Homer und wir den Bio-Vegan-Snackbar Blueberry. Warum wir so verknallt sind? Ganz einfach. Unsere geliebte Dattelfruchtriegel ist glutenfrei und kommt mit nur 5 Zutaten aus. Diese verhelfen ihm zu seinem einzigartig fruchtigen, frischen Geschmack. Noch nie war Liebe so lecker. Auch schön beschrieben. Oh, ich liebe Cashewkerne. Die hört sich lecker an. Bekomme ich wieder Hunger. So, und das war's in der Mitte. Jetzt haben wir die andere Seite noch. Oh, lecker. Ich liebe die Snacks von Alpina. Und jetzt haben wir schokolierte Cookies. Cookies and Cream. Leckerer Keks umhüllt von zarter Milchschokolade. No. Lecker, lecker, lecker. Kostet auf jeden Fall, das ist sogar Produkt des Monats, kostet 1,59 Euro. Du liebst Schokolade und Kekse? Dann freu dich auf unsere Alpina Cookies and Cream. Die leckeren Kakao-Keksstückchen mit einer Cremefüllung umhüllt von zarter Vollmilchschokolade sind der unwiderstehliche Snack für einen gemütlichen Couchabend, für unterwegs und natürlich für einen Silvesterabend. Happy New Year und Happy Snacking, liebe Foodies. Mega. Mega. Dann, glaube ich, haben wir noch eine Flasche. Ich guck jetzt rein. Noch eine Flasche. Eine große Flasche. Eine sehr große Flasche. Die hat irgendwie, die sieht hier irgendwie kleiner aus. Ich hätte mir gedacht, das ist so eine kleine Flasche. Clint Watt Bio Rooibos-Tee mit Orange und Ananas. Okay, das ist für meinen Mann was. Trinkst du Bio Rooibos-Tee mit Orange und Ananas mit nur 4% Zucker. Okay, gucken wir. Rooibos mit Kirsche hätte es noch gegeben. Okay, das wäre eher meins gewesen, obwohl Kirsche tatsächlich auch nicht so meins. Es kostet 1,69, das finde ich okay für einen Liter immerhin. Trinkst du. Fruchtig leckere Bio-Tee-Getränke für Kinder mit 50% weniger Zucker als herkömmliche Erfrischungsgetränke. Wenn es zu Hause mit Mineralwasser oder einer Saftschorle mal etwas Außergewöhnliches und Cooles sein soll. Das neue Clint Watt Trinkste auf Teebasis, das nur 4% Rohrzucker enthält, ca. 50% weniger als vergleichbare Erfrischungsgetränke. Die Zutaten sind zu 100% aus kontrolliert biologischem Anbau und auch für eine vegane Ernährung geeignet. Und eine Sorte pro Box. Wir haben eben die. Und ich glaube, ich mache jetzt was. Schatz, kommst du mal? Ich hab was für dich. Probier und sag uns, wie es schmeckt. Ja, es läuft noch. Ja, noch Ananas, aber schmeckt schon sehr verdünnt. Ja, es soll ja ein Teegetränk sein. Ja, also schmeckt man kaum. Ja, nimm's mit. Redisch. Hm? Ich mag kein Ananas und ich mag kein Rooibos. Ja, Rooibos-Tee schon, aber ich mag kein Ananas nicht. Also, ihr habt's gehört. Noch Ananas, aber sehr stark verdünnt. Aber sehr ein Tiergetränk. Meins ist es nicht. So, und das war's tatsächlich wieder mit dem Video. Es waren jetzt, wie viele Produkte waren es insgesamt? 16 Produkte, wenn man jetzt die Soßen auch mit dazu zählt. Winterbock, auf jeden Fall meins. Mate-Tee werde ich mit meiner Mama teilen. Kokosblütenzucker bin ich auch mega gespannt drauf. Cookies in Cream, Alpina. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Crispy Chicken werde ich auf jeden Fall sehr gerne mit den Tortillas austesten. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Zwei Soßen. Dann das Chiliöl, auch mega. Dann zweimal das Müsli. Und ich glaube, ich mache es so, ich gebe da eins an euch weiter. Man kann das meinem Mann essen, aber eins gebe ich an euch weiter. Es kommt in die Verlosungsbox mit rein. Dann einmal den Gifler, die Gifler-Räuchchen, auch mega. Marmitube geht immer. Marmelade geht immer. Dann einmal Spekulatius-Tricks, also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann werde ich auch in eure Box mit reinpacken, den Vegans Snackbar Blueberry. Die zwei Produkte wandern in eure Box, weil die nicht so schwer sind und auch ein bisschen kleiner. Dann fühle ich mich da natürlich ein bisschen leichter beim Verschicken, ehrlich gesagt. Also die wandern zu euch in die Box. Ja, was sage ich zu der Box? Mega. Also ich bin wieder total begeistert. Ich muss sagen, es ist aber nicht sehr, bis auf das Winterbock, ist es nicht sehr weihnachtlich tatsächlich. Außer jetzt das Spekulatius-Trix. Aber sonst finde ich, ist es nicht sehr weihnachtlich. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Aber es wäre mal schön, wenn sie so an Weihnachten einen Glühwein oder einen Kinderpunsch reinpacken würden. Würde mich interessieren. Oder so ein Wintertee. Obwohl, letztes Mal war der nordische Beere drin. Aber das war halt noch nicht zu Weihnachten. Wäre zu Weihnachten schön gewesen. Aber an sich eine tolle Box. Ich werde sie weiterhin
wahnsinnig gern bestellen. Ich bin auch schon echt gespannt auf die Coldbox, aber die dauert ja jetzt noch ein bisschen. Also ich kann sie euch empfehlen. Ich finde sie jedes Mal wieder toll. So tolle Produkte zum Testen. Ich bekomme schon wieder Hunger. Ja, das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut auf jeden Fall oben beim i vorbei. Da sind alle Gewinnspiele verlinkt. Würde mich sehr freuen. Und nehmt natürlich teil, weil es lohnt sich, wie gesagt. Und da könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar da lassen, was ihr von dieser wahnsinnig tollen Box haltet. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche, einen schönen Tag, vielleicht schon ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!